Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von dem Minecraft Server Games auf meinem Kanal. Und ja, wir sind hier auf einer auf der Map Escape Realm Tade und in der Runde ist Fadezone. Und ja, keine Ahnung, ich habe langsam auch keine Lust mehr aufzunehmen, weil es einfach kein Spaß mehr macht. Ich wollte es noch sagen, Leute. Und ja, da war einer der Gründe einfach mal, weil es so viele scheiß hässliche Punktegeier gibt, die einfach nur auf Punkte spielen, weil sie dann denken, sie sind gut. Und ja, verstehe ich einfach nicht, aber ja, gut. Und naja, ich gebe einfach mein Bestes, versuche motiviert zu bleiben. Und ja, eigentlich wollte ich mit jemandem aufnehmen, aber dann durfte ich nicht am PC und jetzt will er nicht mehr. Ja, ist natürlich korrekte Aktion. Also kann ich auch was dafür, wenn ich nicht am PC darf. Naja, kann man nichts machen, ist mir nicht egal, aber ja, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, da ist Ease Hippo. Und das hat gelaggt. Ich glaube, das war ein Highflag. Und ja, wenn der Typ Sticks für uns hatte, war das nicht mal so schlecht, mal im Freunde. Hat er Sticks? Ich weiß nicht. Bestimmt hat er Sticks. Ich bekomme keinen Hit. Ich stehe einfach genau in ihm und bekomme keinen einzigen Hit. Ja, er hatte Stickies. Ich weiß nicht, ob ich die schon vorher hatte, aber ich glaube nicht. Und ja. Naja, ich nehme jetzt einfach mal an, dass die Runde sogar was werden könnte, weil so schlechten Stuff haben wir nicht. Gleich ein Eisenschwert. Gut, ja. Naja, kann man nichts machen. Und ja, ich hätte jetzt echt noch gerne Rod, weil dann wären wir wirklich sehr gut ausgerüstet und naja. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Und dann gehe ich mal in die Burg rüber. Vielleicht kriege ich ja da noch eine Rod oder sowas, ja. LFT, ich habe einen Ohrwurm von dem Lied, aber egal. Und ja. Ich versuche jetzt einfach mal konzentriert und gut zu spielen und da war einer, das habe ich bemerkt, Leute. Stellt euch vor, ich habe es bemerkt und ja, der ist nicht so gut, aber gibt uns auch ganz gut, weil wir halt keinen Rod haben und ja. Zum Glück waren wir so nah hinter ihm. Sonst wäre ich wahrscheinlich an ihm gestorben, weil er ein bisschen mehr mit seinem Bogen geschossen hätte dann. Aber, na gut. Soll ihm jetzt recht sein. Soll er es doch machen, der Kollege. Aber nicht mit mir und da war eine Workbench, das habe ich gerade gesehen, auch wenn ich die Map oft spiele und gerne. Ist mir nicht aufgefallen bis jetzt, glaube ich. Naja. Und ja, den Typ da hinten könnten wir jetzt von hinten überraschen, wenn das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir auch schon 3 Kills und ja, vielleicht hatte der Name mich nicht umsonst, ich weiß nicht, das sah jedenfalls ordentlich komisch aus. Und er kommt auch so selbstbewusst auf uns zu, weil er wahrscheinlich entweder er denkt, ich bin Randy oder er hackt wirklich. Okay, ich war nicht der Randy. Aber irgendwie, keine Ahnung, hat er auch ganz gute Hits gegeben eigentlich. Aber naja, und ich wurde vorhin dem Voll Premium von dem Emerald zerhackt. Ist richtig cool eigentlich. Macht auch Spaß so zu spielen dann, wenn man jede Runde irgendwie an einem Hacker stirbt oder so. Ja, meine Motivation ist eigentlich auch gar nicht so gut gewesen vorhin, aber hat sich jetzt wieder erholt. Ich habe einfach kurz eine Pause gemacht und das war ein guter Hit für ihn. Habe ich aber auch noch gute Hits bekommen dann durch die Route. Und ja, dann kann ich mir jetzt noch ein FNS craften. Die Runde läuft eigentlich wirklich gut bis jetzt und ja, ich weiß, da war ein Eisenhelm, aber wirklich. Dann ziehe ich jetzt den Eisenhelm halt an. Ich war nur zu faul, nochmal reinzulaufen wegen dem, weil ich denke, ihr versteht wieso. Und ja, natürlich mal die Tiere hier noch, in der Hoffnung, dass wir dann Level zusammenbekommen und enchanten können. Wäre doch gar nicht mehr so schlecht, eigentlich. Und
Ja. Okay, jetzt haben wir schon fast ein Level, vielleicht auf dem Weg zum Enchanter. Hinten sind bestimmt noch welche. Und ja, wenn wir dann Enchanted haben und vielleicht Sharpness auf unser Schwert bekommen, dann sind wir wirklich gut ausgerüstet. Erstmal. Und ja, hier ist noch ein Phasen drin, wenn er wirklich dieser Mewtwo ist. Aber der war doch immer mit einem, oh, keine Ahnung. Und naja, da oben ist ein Typ. War das nur ein Knockback oder? Nein. Er hat einfach nur wenig Knockback bekommen am Anfang, okay. So. Und ja, dann esse ich mal ein bisschen was und ja. Sortiere ich mal wieder mein Inventar aus. So. Okay, und dann gehe ich mal zum Flughafen. Vielleicht sind da ja noch Gegner. Oder sowas. Und ich glaube nicht, dass Mewtwo Phasen ist. Nein, das ist definitiv nicht Phasen. Vorhin hat nämlich jemand gefragt, ob er Phasen ist und was mache ich hier. Vorhin hat jemand ihn gefragt, ob er Phasen ist, hat er gesagt, ja, Rack und naja. Ich glaube nicht, dass Phasen 4K hat und nicht mal eine 2er KD. Und wenn, dann wäre, glaube ich, irgendwas falsch gelaufen an dem Tag oder in den Wochen, den er auf dem Account gespielt hat, weil er ist ja wirklich ein sehr guter Spieler und so was. Und ja, ich habe eigentlich gar kein Thema anzusprechen heute. Aber naja. Ja. Ich weiß einfach nicht, was ich drehen soll, deswegen rede ich die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Und versuche einfach nur ganz entspannt die Runde hier noch zu beenden. Und wir haben gleich zwei Level. Vielleicht finde ich ja noch ein, zwei Tierchen, dann können wir unseren Bogen vielleicht noch enchanten oder vorne. Das ist jetzt nicht schlecht. Dann können wir jetzt wahrscheinlich gleich noch unseren Bogen mit enchanten und... Ja, so, dann nehme ich mal die Kuh hier noch mit und die da vorne. Und dann haben wir unser Level zusammen und können eigentlich unsere Sachen enchanten. Dann sind wir wirklich gut ausgerüstet mit enchantetem Bogen und enchantetem Schwert. Das kann sich schon sehen lassen dann. Und ja, ich gehe einfach mal weiter Farm enchanten. Weil ich glaube nicht, dass da so viele Leute sind jetzt. Und ich gucke gern hinter mich, weil ich einfach keine Lust habe, dass jetzt irgendwer dann auf einmal hinter mir steht und ich tot bin oder so. Und ja, ich hoffe, man hört meinen Ventilator nicht, nur bei mir ist gerade extrem warm, irgendwie 30 Grad oder so. Und ja. Das ist einfach so warm. Naja. Oh, mit etwas Glück bekommen wir jetzt Sharpness, genau. Und ja, okay, jetzt sind wir wirklich schon sehr gut ausgerüstet mit Sharpness 1 Eisenschwert. Damit machen wir auf jeden Fall ordentlich viel Schaden. Und ja, ist eigentlich sogar eine ganz gute Runde. Jetzt bräuchte ich nur noch Gegner. Und ich habe Angst, dass es ein Vierer-Team ist. Weil irgendwie sieht man keinen und keiner stirbt. Und ja. Naja. Okay, da vorne ist einer. Und zwar dieser Banu. Der wollte vorhin Spawn killen. Das ist der Polarbär. Aber ich glaube, der hat ein Team jetzt, wie der läuft. Weil. Naja, wieso sollte er sofort wegrennen, wenn er kein Team mit hat? Aber ich folge ihm einfach mal. Und ja, das hat ihm jetzt sehr. Genau. Er hat ein Teammate, wie erwartet. Den lieben Adam Gabriel hat er jetzt am Start hier. Und ja, dann versuche ich sie jetzt mal ins FNS zu setzen. Habe ich geschafft. Dann gebe ich dem Typ hier ein Hit. Er mir dafür ein paar mehr. Und verdammt, bin ich gerade schlecht, Alter. Ich spiele so verdammt kacke. Oh Gott, da ist der Nächste. Ah! Fuck man, was ist los mit mir? Ich spiele so schlecht. Nein. Mm-mm. Okay, ich bin gerade wirklich nicht gut. Und vielleicht kann ich dem Typ gleich einen Turn geben.
konnte ich mir auf jeden Fall nochmal einen Crit geben. Aber jetzt sind sie hinter mir, das ist nicht gut. Jetzt können sie sich nämlich boosten. Und je weiter weg er von seinem Team ist, desto leichter fällt es mir, einen Turn zu geben. Aber sie laufen schon wieder sehr nah zusammen. Und da ist gleich der nächste Kollege. Und jetzt können wir die eigentlich hier angreifen, so. Von hinten mal ganz entspannt. Und ich weiß nicht, wieso ich das gerade so gesagt habe. Aber ich hab's gemacht und ja, ich spiele gerade auf meinem mehr oder weniger Randy-Account einfach, weil, ja, na, zum Aufnehmen ist es einfach viel einfacher. Weil man sich einfach keine Gedanken machen muss. Und wieso haben wir 5 Kills zur Hölle? Wen habe ich denn getötet, bitte? Und ja, sie machen sich, glaube ich, gerade noch bereit für einen Turn, so wie das scheint. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so gut sind, eigentlich. Muss ich jetzt mal sagen, also. Ich guck einfach mal den Records an. Ja, okay. So schlecht sind sie. Oh, fuck, die sind gar nicht schlecht eigentlich. Dafür spiele ich gerade wie so ein Randy. Und anscheinend können sie jetzt auch enchanten. Ist natürlich nicht so gut. So, dem konnte ich mal gute Hits mitgeben jetzt auf jeden Fall. Der ist jetzt auf jeden Fall schon low. Für den Anfang. Und was sind das für Hits, Mann? Ach du Kacke. Wirklich? Nein, oder? Nein, nein, nein. Das sehe ich nicht ein. Nö. Oh mein Gott. Nein. Ihr dummen Opfer, nein. Sterbt an AIDS, ihr Missgeburten. Jetzt haben sie gar keine Lust mehr weiter zu postbleiben, ganz ehrlich, ey. Nee. Diese Runde ist einfach so scheiße. Ich habe einfach schon wieder keine Lust mehr. Und ich mache mal kurz Gehbewegung aus, weil so kann ich irgendwie nicht spielen. Das war schon mal der erste von denen. Das ist gut für uns. Und ja, dann dürfte es jetzt ein Deathmatch auf jeden Fall FFA sein. So, da hat er noch mal einen Pfeil verschwendet. Und ja. Das war nicht schlecht gemacht, glaube ich. Okay, dann laufe ich jetzt einfach bis ich ein bisschen mehr Herzen habe wieder weg. Oder am besten bis zum Deathmatch, weil. Naja, sonst. Rekorde. Naja. Ein German. Ich hacke nicht. Wenn die jetzt wirklich gegen mich random teamen. Ganz gut. Ich hacke nicht. Na gut. Alter Deutscher und so mein Name. Ja, Deutscher und so schlecht teamen. Schäm nicht, ja, okay. Sie gehen beide nur auf mich, GG. Der Typ ist auch tot. Das war der zweite vom Team vorhin. Und der hat mir noch einen guten Hit gegeben. GG, ich nehme die Runde jetzt einfach, keine Lust mehr. Recorded. Das kommt auf YouTube, du Faggot. Wenn du das hier siehst, fick dich in deinen fetten Arsch, du kleiner Low. Ich habe euch beide getötet, ihr Opfer. Sterbt einfach an AIDS. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und tschüss.